Der Tübinger Grünen Bundestagsabgeordnete Chris Kühn kritisiert die Neuregelung des Anbauverbots für Genpflanzen. Es sei ein Gentechnik-Wiedereinstiegsgesetz und ein faules Angebot an die Länder. Besonders für die gentechnikfreie Anbauregion Neckaralb sei es wichtig, dass der Gesetzgeber die Standards nicht schleife und damit den Anbau gentechnisch veränderten Saatguts erleichtere. Der Erfolg der Initiative zeige, so Kühn, dass die Menschen keine Gentechnik auf ihren Tellern wollten.